Hey Leute und willkommen zurück zum Minecraft Let's Build. Ihr seht schon, das Haus, welches wir beim letzten Mal designt haben, jedenfalls von außen, gibt es jetzt tatsächlich auch von innen. Ich habe mir gedacht, da wir das Haus eh die ganze Zeit kopieren, können wir auch vorher schon mal die Innenräume machen. Generell ist ja so eine meiner großen Schwächen und es ist, glaube ich, auch generell eine der größten Schwächen aller Minecraft-baulastigen Menschen. Oder von vielen zumindest. Und zwar der mangelnde Einsatz bei Innendekoration im Vergleich zu Äußerem. Na, also man macht ganz tolle äußere Bereiche und innen drin ist dann einfach gar nichts. Das passiert teilweise sogar noch den besten den besten Architekten in Minecraft. Wenn es um Äußeres geht, ist klar, sonst würde es keinen Sinn ergeben. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal. Denn hier ist es wirklich angebracht. Generell kann ich aber sagen, ich hatte noch überlegt, ob ich alle Gebäude in dieser Welt mit Innenräumen ausstatten möchte. Und da habe ich mir dann selber so gedacht, nee. Also die Sache ist, dann kann ich auch gleich noch was anderes ansprechen. Denn mittlerweile sind die ersten beiden Folgen öffentlich. Also ja, ich glaube, ich muss nicht wirklich groß darüber reden, was ich hier tue. Man sieht schon irgendwie immer zwei von diesen Abschnitten sind eine Wohnung. Jetzt habe ich natürlich eine Decke reingezogen, es war sehr intelligent. Und zwei von diesen Abschnitten sind eine Wohnung. Einmal so eine Art Innenbereich mit einer kleinen Küche und ein Schlafbereich. So, und das habe ich einfach jetzt in jedem Raum gemacht. Und jetzt sieht man schon, kopiere ich diese Häuser einfach. Und die Dächer sind auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass die sich ganz gut kombinieren lassen, wie man sieht. Und das ist eigentlich ganz cool, sieht eigentlich ganz cool aus. Und man sieht schon, dass die Stadt jetzt direkt deutlich massiver wirkt, dadurch, dass hier diese ganzen Häuser stehen. Wo war ich gerade? Diese Welt gibt es aktuell auch schon zum Download, allerdings in einer veralteten Version. Denn alle bisherigen Let's Build-Projekte, für die Leute, die es gar nicht wussten, ich dachte, das wäre irgendwie offensichtlich, aber anscheinend nicht. Alle bisherigen Let's Build-Projekte finden in der gleichen Welt statt. Der Download beinhaltet allerdings nur das erste Projekt, also die Villa. Und die weiteren Projekte gibt es bis jetzt noch nicht in der Download-Version. Das wird sich aber ändern, wenn die Hafenstadt fertig ist. Wann auch immer das sein mag. Das wird, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern. Also da müsst ihr noch ein paar Parts warten. So, jetzt mache ich hier die Hauptstraße. Ein bisschen Verschnörkelung und dann, Ne? Und ja, genau. Die Welt wird es zum Download geben. Und da ist dann alles mit drin enthalten. Und ich habe mir gedacht, okay, pass auf. Bei Gebäuden, die du jetzt baust, da machst du Inneneinrichtung. Aber du gehst nicht zu alten Gebäuden zurück und versuchst dann da nachträglich Inneneinrichtung zu bauen. Das ist mir zu blöd. Ich hatte das bei der Villa schon versucht. Ich hatte damit angefangen. Aber das ist mir dann nochmal zu viel Aufwand im Nachhinein sozusagen. Da lasse ich das lieber unvollständig, was Inneneinrichtung angeht. Und lasse sozusagen, entweder euch hier, sich euch selbst hier häuslich einnisten, beziehungsweise, ja, ich lasse es einfach, denn dann ziehe ich lieber mit der bereits vorhandenen Erfahrung zu neuen Projekten und, kümmere mich dann da zumindest darum. Denn so im Nachhinein zu sehen, okay, du hast jetzt hier riesige Gebäude und du musst da jetzt Inneneinrichtung finden, das ist ein bisschen blöd. Jetzt bei den neuen Gebäuden kann ich nämlich das Gebäude sozusagen auch schon direkt so bauen, dass es mit der Inneneinrichtung hinkommt. Das ist bei den alten Gebäuden nicht gegeben. Ich habe nämlich damals wirklich überhaupt nicht drüber nachgedacht, was da von der Inneneinrichtung her überhaupt rein könnte. Wobei, bei der Villa habe ich mir minimale Gedanken gemacht, aber halt auch nicht wirklich so, dass es dann auch passt. Ja, man sieht jetzt hier, ich versuche so eine Art Abzäunung zu finden für den Weg. Da kann ich aber schon mal sagen, da ist er weg. Genau, denn ich habe mir gedacht, nein, komm, das ist Schwachsinn. Du willst ja nicht, dass die Leute, die sich hier bewegen, wirklich nur zwischen den Eingängen und so hin und her laufen können, sondern die sollen auch generell rumlaufen können. Und insofern habe ich einfach Pistons genommen, habe diese umgedreht und diese recht verschwenderische Methode, würde es im Survival stattfinden, ist jetzt, unsere Wegbegrenzung sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Der Kantstein oder so, könnte das sein. Genau. Und jetzt widmen wir uns dem ersten individuellen Gebäude.
Und zwar der Kaserne. Die hat eine ähnliche Blockpalette wie die anderen, soll aber natürlich noch militärischer wirken. Und insofern habe ich mir, wie man jetzt schon sieht, gedacht, okay, du arbeitest mit, wie heißen die denn eigentlich? Also mit den Eisen. Freunden, ne? Weiß Bescheid. Mit den Iron-Fenze. Ich habe keine Ahnung, wie die genau heißen. Die Eisengitter halt. Mensch. Ja, erstmal natürlich ganz simpel ein Eingang. Wie gesagt, ähnliche Blockpalette, beziehungsweise eher die gleiche, wie wir sie bisher schon hatten. Wieder Lapis Lazuli fürs Dach. So, und jetzt gerade definiere ich erstmal die grundsätzliche Form. Also man sieht ja schon, wir haben hier so kleine Auswüchse nach links und rechts. Und jetzt definiere ich nämlich gerade erstmal den Mittelteil, sozusagen in seinem Querschnitt. Im Endeffekt muss ich sagen, dass mir dieses Gebäude sehr, sehr gut gefällt. Warum genau werdet ihr noch sehen, aber ich finde, das Gebäude sieht sehr gut aus. Vor allem, ich kann mich immer nur noch wiederholen, für meine damaligen Baustandards. Ne, die Aufnahme ist, ja, alter Schuh, die Aufnahme ist alt, bla bla bla. Verurteilt mich nicht fürs Bauen, nee, das auch nicht, aber ja. Ich bin manchmal doch noch ein bisschen von mir selber überrascht, was ich damals so zustande bekommen habe. Generell bei künstlerischen Aktivitäten, wo ich Minecraft-Architektur auf jeden Fall drunter zählen würde. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich persönlich meine, es ist eine künstlerische Aktivität. Vor allem im Creative Mode. Wobei, das haben wir auch, aber naja. Und es ist generell eine Kunst bei künstlerischen Aktivitäten im Nachhinein, vor allem in langer Retrospektive, noch zufrieden mit seinen eigenen Werken zu sein, weil normalerweise ist es so, dass man sich direkt nach Fertigstellung schon weiterentwickelt hat, von den Fähigkeiten her, und dass einem direkt Mängel auffallen, die man beim nächsten Mal besser machen würde. Und deswegen ist es sehr, sehr selten, dass man selber mit seinen Werken zufrieden ist. Also mir geht das zumindest so. Ja, aktuell haben wir nämlich noch ein sehr simples Dach. Und jetzt sieht man da hinten leider gar nicht, was ich da werke. Aber das sollte sich auch gleich ändern. Denn... ja, ne, hier soll übrigens der Übungsplatz hinkommen, der mittlerweile noch größer ist, als ich ihn ursprünglich geplant hatte. Das liegt daran, dass mir einfach im Moment, wenn da Leute mit Bogen und Pfeil und Bogen rumballern, dann braucht das Platz. So, jetzt sieht man leider erst ein bisschen zu spät, was ich hier eigentlich tue. Ich habe mir gedacht, der erste Auswuchs wird eine Art kleiner Turm. Ein kleiner Innenturm sozusagen, innerhalb der Mauern. Und da gehe ich auch ein etwas spezielleres Dach an, und zwar im Prinzip so ein Dach, wo halt dieses Dach umgedrehte V in alle vier Richtungen geht und obendrauf noch eine Abrundung. Das ist ein sehr verwirrendes Dachdesign, aber ich finde, mir ist das ganz gut gelungen. Vor allem für die Größe. So riesig ist es dann auch nicht. So, dann geht es natürlich noch daran, da die Verzierung zu setzen mit Quarz, damit das Ganze noch ein bisschen massiver, ein bisschen, ja, besser wirkt. So, das Ganze kann man ja mal schön einfach noch dreimal drehen. Das ist ja ein ganz alter Hut im World Edit Business. Und ja. So, dann, wie man gerade auch nur so halb gut sieht, baue ich hier so kleine Balkone. Denn die Wache soll ja auch wissen, was in der Stadt vor sich geht. Na? So. Generell werke ich jetzt hier noch ein bisschen mit dem Detail des Eingangs rum. Ja, die Kamerafahrten sind teilweise nicht optimal. Das gehört auch noch ein bisschen zum Lernprozess, dass die Kamerafahrten tatsächlich auch das zeigen, was man macht. So, und jetzt gibt es hier die Verknüpfung zwischen dem Hauptgebäude und dem
linken Ausschweif, dem Turm. Ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher, was ich hier gerade tue. Denn ich glaube, das werde ich verwerfen, das Design. Also man sieht, glaube ich, schon, das soll gerade so eine Art Überhang werden. Aber die Sache ist, das soll auch auf seiner Basis verknüpft sein. So, genau. Und dann ein etwas niedrigeres Zwischendach. Weil, nee, ich glaube, das behalte ich sogar so. Ich verändere den unteren Teil nur. Genau. Aber ohne Lapis Lazuli. Denn das Dach ist sehr, sehr klein. Es hat sehr, sehr wenig Platz sozusagen. Und da Lapis Lazuli ganze Blöcke sind, braucht man eigentlich immer einen größeren Bereich, damit das Ganze so seine Wirkung entfaltet und damit es nicht langweilig aussieht. Genau, und jetzt kommt mein persönliches Highlight der Dächer. Und zwar der Rest, der rechte Ausschweif, der Übergang zum Trainingsgelände sozusagen. Hier hatte ich nämlich eine ganz witzige Idee. Und zwar so eine Art Runddach, was sich stufenweise, ja, entweder je nach Perspektive dem Hauptdach annähert oder sich dem Hauptdach entfernt. Na, also ihr seht, glaube ich, schon, was ich meine. So, jetzt noch ein bisschen vergrößern. Ja, das finde ich sehr, sehr cool so. So, hier überlege ich jetzt noch, wie ich den Übergang machen möchte. Und entscheide mich dann im Endeffekt, die Quarzreihe ganz nach oben zu ziehen. So, aber natürlich kann das kein fliegendes Dach sein. Da muss jetzt auch noch eine Mauer hin. Das wird die wenigsten überraschen. Genau, das ist an und für sich auch relativ simpel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Kaserne hat auch ein Innenleben. Ich glaube, das zeige ich aber gar nicht. Dann dürft ihr das selber erkunden, wenn ihr diese Welt dann irgendwann mal downloaden könnt. Ja, ich glaube, hatte ich das schon erwähnt? Wenn nicht, dann sage ich es jetzt einfach mal so ganz salopp. Nee, ich habe es erwähnt, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen. Das hier ist auch das letzte Projekt in dieser Welt. Ich möchte danach weiterschreiten und auf neuen Welten meine Gebäude hinpflanzen. Vor allem, weil es sehr, sehr schöne Methoden gibt, eigene Welten zu erstellen. Und das ist optimal, wenn man eine Idee hat, was man bauen möchte, wenn man auch noch das Terrain selber anpasst. Dann sieht alles gleich doppelt so gut aus. Genau, das hier ist jetzt im Endeffekt die Kaserne. Man sieht schon, sieht sehr aus wie ein Bunker. Das war natürlich auch gewollt, ist klar. Und wie gesagt, eines der Gebäude, die mir immer noch gefallen, von der Idee her, weil es halt ein paar kreative Ideen hatte, wie dieses Dach hier zum Beispiel, welche mir sehr gut gefallen. Hier entsteht, genau, da hinten sieht man es, der Turm hat einen Übergang auf die Mauer. Das ist sozusagen unser erster Zugang. Hatte ich ganz vergessen, als ich meinte, es gäbe keinen Weg auf die Mauer. Von der Kaserne aus durchaus. Aber das reicht ja nicht. Wir brauchen auf den anderen auch noch. Also an den anderen Seiten der Stadt brauchen wir auch noch Übergänge. Die gibt es tatsächlich noch nicht. Da muss ich mich noch drum kümmern. Direkt auf die To-Do-List. Ja, in dieser Stadt gibt es sehr, sehr viel zu tun an Gebaue. Und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall das Projekt in meiner ganzen Minecraft-Karriere, was auf jeden Fall am meisten Zeit in Anspruch genommen hat und am meisten Energie. Was allerdings auch am coolsten ist, würde ich sagen. Ja, jetzt entsteht hier dieser kleine Übungsplatz. Die grundsätzliche Idee ist da, glaube ich, niemandem unverständlich, ein Platz, auf dem die Soldaten ihre kriegerischen Fähigkeiten verbessern können, beziehungsweise sie üben können. Genau, jetzt sieht man hier schon, das sind die Schießstände sozusagen für die Bogenschützen. So, eine kleine Absperrung, von wo die Bogenschützen agieren sollen. Da überlege ich jetzt ganz viel rum. Wie will ich das haben? Im Endeffekt entscheide ich mich für was recht Simples.
Ja, ist zwar nicht realistisch vom Übungseffekt her, das ist das halt wirklich, das ist keine Distanz, aber so viel Platz haben wir dann halt wie gesagt auch nicht. So, dann fülle ich den Platz noch mit einem etwas abgelaufeneren Weg sozusagen. Und nutze den roten Sand tatsächlich, weil er sich ein bisschen besser mit der Farbe des... Na, hier. Sag schon, wie heißt es? Des Kies. Genau. Kies. Gravel. In diesem Texture Pack. Verträgt oder so. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe. Sehr gut. Sehr gut, Rapkin. Das machst du immer wieder sehr gut. Genau, jetzt hier so ein paar ja, Trainingsdummies für Schwertkampf. Hab mich da ein bisschen mal gehen lassen. Kreative. Auf kreativer Basis. Ich weiß nicht. Also im Prinzip Sandsäcke mit aufgemalten Gesichtern. Meine Güte, reden geht auch nicht mehr. Soll das sein? Finde ich ganz witzig. So, noch ein paar mehr. So, und dann habe ich mir gedacht, die Soldaten sind ja tendenziell auch sehr kampfeswütige Leute. Insofern brauchen wir doch einen kleinen Ring. Und ich glaube, den sieht man aber jetzt in dieser Aufnahme nicht mehr. Ja, aber, meine lieben Freunde, das trifft mich gerade selber ein bisschen überraschend. Das war's von dieser Folge vom Minecraft Let's Build. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal zum Minecraft Let's Build. Bis dann.